Hallöchen, willkommen zurück! XCOM 2, War of the Chosen. Ohne viel zu schnacken. Marschieren wir los. Dark Event verhindern. Gegen die Mogs antreten. Mal wieder ein paar Charaktere zusammenschießen, die sie aus unserem Pool geklaut haben. Grünes Licht für Teameinsatz. Gefällt mir jedes Mal. Jedes Mal. Würde ich mir auch auf Merch drucken. Okay. Ich hoffe mal, dass die Mission... Ja gut. Ich glaube nicht, dass sie halbwegs schnell geht. Weil mit den Mogs immer relativ viele Gegner auf dem Feld sind. Das Schöne ist, wir dürften keinen Timer haben. Genau wie in der letzten Mission. Weil ich jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht geguckt habe, was das Missionsziel ist. Wir dringen ins Stadtzentrum ein und greifen ein großes Ziel an. Okay. Etwas, das das ruhige kleine Utopia von Advent im Markt erschüttern wird. Also, wieder mal X4-Sprengsätze anbringen. Gucken, ob diesmal was zum Anbringen da ist. Wir haben Zielkontakt. Rücken Sie zur Zielposition vor und platzieren Sie die... Oh, relativ weit weg. Squad Position is concealed. Okay, wir sind concealed. Ah, wäre vielleicht auch ein guter Platz für Max gewesen. Ja, wobei, wir sehen momentan noch nichts. Ja, und hier ist sowieso ein bisschen besser, weil da gleich die Leiter nach oben geht. Oh, da sehen wir jetzt aber was. Durchs Fenster? Oh. Okay, die könnten uns Probleme bereiten. Da wir keinen Zeitdruck haben. Overwatchen wir. Okay. Sichtkontakt zu feindlicher Patrouille. Nicht so wild. Geht auch. Kann ich bis hier ganz nach oben werfen? Ja. Ich will noch weiter hoch. Geht das nicht? Nein. Crap. Du hast auch keine. Ja, Du würdest da halt gleich alles Mögliche triggern. Okay, dann trigger ich jetzt hier mal. Hi! Na ihr? Der tut sich immun gegen Feuer, ja. Die Schlange aber nicht. Oh, er ist nach unten gegangen. Das sind aber die einzigen zwei, die wir getriggert haben. Stellt sich aber auch die Frage. Ja, wir könnten hier hinten reinschießen. Ja, mit dem haben wir nur 68. Du hast hier... Du siehst hier an der Ecke gar nichts? Wow. Okay, dann versuchen wir doch mal.
Ja, dabei. Ah, das wäre zu gut gewesen, wenn man hier irgendwas hätte. Mich wundert es eh, dass wir hier hinten hinkommen. Okay, keine Raketenwerfer. Ja, komm. Dann erstmal auf den da. Ob wir da jemanden triggern? Könnte sein. Könnte sein. Wenn ich bei dir jetzt sage, schieß mal mit der Pistole drauf. 100%. Sogar gekrittet. Ich bin aufgeflogen. Okay. Ich schnetzel jetzt mit ihm. Und falls wir da hinten was triggern sollten, haben wir nochmal einen Schuss. Wenn wir nichts triggern, können wir auf die Schlange schießen, habe ich glaube ich gerade gesehen. Okay, nichts getriggert. Ha! Jawoll! Ja, nice. Und auch noch eine Bonusaktion mit dem Stecher. Da könnte man schon fast sagen, wir versuchen noch mehr. Ist aber ein bisschen greedy. Deswegen lasse ich das wahrscheinlich auch. In Ordnung. Du triggerst hier auch noch nichts. Okay. Der Rest overwatched. Warum sehen wir die? Ach so, weil hier hinten die Mobs kommen. Noch nicht diese Runde. Noch nicht diese Runde. Da sehen sie mich. Hier nicht. Ich gehe jetzt mal hier hin. Einfach nur, um einen besseren Winkel mit meinem Raketenwerfer zu haben. Und sie sehen mich trotzdem, obwohl angezeigt wurde, sie sehen mich nicht. Okay, danke dafür. Die Übersteuerung... Ja komm, mache ich jetzt an. Bis da hinten irgendwas mal zu uns kommt, dauert das sowieso. Ich werde es erst schießen. Wie viel Schaden machst du? 6 bis 8. Die Scheiße ist wirklich im Weg, ja? Oh. Come the fuck on. Kann doch nicht dein Ernst sein. Dann machen wir folgendes. Bessere Position. Eventuell triggern wir noch was. Oh, betäubt. Verdammt geil. Ne, haben nichts mehr getriggert. Perfekt. Guti. Dann, Voodoo sieht... Hier den Archon, unwichtig. Ist aber auch der einzige, den sie sehen kann. Peter, kannst du den Archon umschnetzeln? Kannst du? Sehr nice. Auf wen möchtest du denn jetzt? Man macht den Schild halt platt. Peter ist bis hierhin MVP. So viel ist klar. Dann der Purifier. Lebt noch. Aber nicht mehr lang. Das kann ich machen.
Dem Ahmed habe ich extra Zielsicherheit gegeben. Mit einem PCS-Chip. Oder PKS heißt das ja im Deutschen. Schon beeindruckt? Okay. Max? Wenn das mal nicht zu weit nach vorne ist. Schon unterwegs. Nee, passt. Voodoo stellen wir auch mal ein bisschen weiter nach vorne. Okay, momentan ist das ja relativ... Boah, sie könnte hier schon was triggern, ne? Ein bisschen weiter nach vorne. Die Mogs kommen erst nächste Runde. Gehen wir mit dem Chonka nach vorne. So, wir triggern. Immerhin nicht den Torwächter. Das ist schon mal gut, dass der Torwächter noch nicht ankommt. Ja, alle ins Cover gegangen. Streifschuss, Mist. Mist. Prozent nur. Warten wir mal, ob wir überhaupt da so agieren müssen. Na, wir haben einen zu kurzen Arm, um das kostenlos zu machen. 64% nur. Ja, die Plasmagranate möchte ich mir ehrlich gesagt aufheben. Es auch nicht mehr haben. Ja, 78. Okay. Kostenloser Flamethrower. Oder warte mal. Wir holen mal die zwei aus der Deckung raus. Mal gucken, wo die hinlaufen. Sie wahrscheinlich neue Deckung suchen, aber man kann ja nicht wissen. Okay. Da wollt ihr wirklich hin, ja? Komm, zieh ein bisschen nach unten. Ah, nicht so cool. Aber stehe ich wenigstens ohne Deckung da. Klingt machbar. Du siehst den Schildträger wahrscheinlich. Ah, okay, er sieht ihn nicht mal, den da oben. Ich dachte, er hätte gerade jemanden unten in der Anzeige gehabt, der geflankt ist. 13er Crit, geil. So, den Max stellen wir jetzt dahin. Schießen wir den um? Ne, wir schießen erstmal auf ihn hier. 92% ist auch gut. Und dann hat er auf jeden Fall einen Overwatch-Shot. Ach, das macht sowieso noch Schaden. Auch wenn wir daneben schießen. Geil. Jetzt kommen halt die Mogs, Leute. Ohne, dass wir Overwatches am Start haben. Ungünstig. Bisschen, ja, rüstungslos. So, du warst auf. Bitte nimm jemanden in Gedankenkontrolle und dann stirb durch Vergiftung.
Oh, da ist ein Kopiter Nikos drin bei denen. Schon geil. Ich muss Max da oben aber langsam mal runterholen. Das ist nicht gut mit dem Feuer. Hier oben ist keine Deckung. Was mache ich denn mit ihm jetzt? Hier in die Deckung? Ja. Geht klar. Erstmal runter. Weg von den Flammen. Er sieht schon jemanden. Ja dann. Gleich mal drauf und Hallo sagen. Panzerung getroffen. Ich traue mich aber auch nicht allzu weit nach vorne zu gehen. Wir sehen hier nur einen. Ich hoffe, wir triggern nicht. Oh! Ein Overwatch, okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Okay, jetzt haben wir wirklich alle am Start. Also zur Auswahl. Natürlich. So handsome. Dann machen wir mal Zone Suppression. Habe ich aber irgendwie nur zwei hier gerade, glaube ich, aufploppen sehen. Statt drei, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ah, das ist zu wild hier rüber. Das ist zu wild. Na gut. Blue Move hier hin. Zeug aufheben. Ah, nur fortschrittlich. Nochmal gucken, wo wir uns noch hinpacken könnten. Das ist echt hier hin, da wo schon einer steht? Was? Das will ich ausprobieren. Was passiert da, wenn wir uns ineinander stellen? Nix, funktioniert einfach so. Soll mir recht sein. Ich hätte gerne den Nikos da noch mit drin. Muss ich dann so machen? Und wieder nur zwei, die mir als suppressed angezeigt werden. Sehr kurios. Zack. Alejandro. Der ist flöten gegangen. Echt niemand, du stehst zu weit hinten. Das wird echt eine Bewegung wie, keine Ahnung. Nichts Gutes auf jeden Fall. Hier würden wir auch jemanden offen sehen. Besser als hier? Oh, hast du einen Dusel? Hat die einen Dusel? Und du schießt zurück, ja? Schisch. Ja, das habe ich noch Voodoo. Okay, machen wir 8 Protocol an. Die zwei sind da auch am Ausrasten, ne?
Nee, die brauchen kein Aid-Protokoll. Ich dachte, ich würde Chonka sehen. So. Daneben 49%. Oh gut. Vergiftet. Nice. Zack. Weg damit. Saragasimi. Haha, nur 4. Oh, komm schon. Der Nakedai. Oh, wie gut. Okay, alles halb so wild gewesen. Nein, warte mal. Hat die mich einfach nur markiert? Nein, schmal. Gut. Passt. Dann triggern wir das Overwatch mal weg. Jo, vielleicht auch nicht. Enemigos in movimiento, nos flanquean. So, zerschreddert, vergiftet, passt. Okay, ich gehe ins Full Cover. Das ist gefährlich, weil das relativ weit vorne ist. Ja, genau deswegen habe ich gesagt, das ist gefährlich. Wir haben keine Frostbombe dabei. Passt es noch nicht wieder. Okay, Chonka. Dann darfst du mal den Bullet Sponge machen. Max, wie schaut's aus? Du siehst da nur einen. Da siehst du deutlich mehr. Vielleicht müssen wir mit ihm aber auch das Imitationsgerät werfen. Das kann natürlich auch sein. Wir sehen mit ihm hier nur zwei. Ich werde mit Handsome jetzt mal... Oh, ich kann mit ihm nicht schießen. Er hat keine Muni mehr. Oh oh. Okay. Dann versuchen wir mit XI-32 den Pablo rauszunehmen. Tschüss, Pablo. Mit Handsome? Ja, er muss nachladen. Und die Granate wird von hier hinten auch nichts helfen, deswegen. Machen wir mal den Feuerschutz an. Jetzt haben wir nur noch... Oh, wir haben nur noch Peter, Chonka und Max. Wir müssen definitiv... Definitiv das Imitationsgerät werfen. Komm, kritte ihn weg! Fuck! So. Tja, Nikos. Das passiert halt manchmal. Das war nicht unser Original, Nikos. Das ist einfach nur hier schlechte Kopie gewesen. So, mit einem Schlag weg, oder? Oh, come on! 67%. Was machst du da? Oh, es hat noch zwei Life. Und weg ist es. So, der Muton. Wie ist denn eine böse Granate?
Er wirft eine böse Granate. Steht Peter jetzt ohne Schutz da? Ja, da ist auf jeden Fall noch was, aber ich glaube, das ist nur zum Hochklettern. Das ist kein richtiger Schutz. Wir könnten hier rein, wir könnten da rein oder wir könnten... Ach. Das schreddert nicht. Okay, wir müssen näher hin. Bitte nicht noch was triggern hier. Ich lade es trotzdem schon mal nach. Das macht da hinten leider gar keinen Schaden. Immer diese Experimental Armor. Aber das war eh nur zum Schreddern da. Dann Handsome. Ja gut. Du kannst zweimal schießen. Dann mach das auch bitte. Die 10 Schaden kannst du bitte da hinten beim... Was? Jedes Mal das gleiche, ne? Jedes Mal denke ich, oh, da kannst du zweimal schießen, geil. Und dann funktioniert es doch nicht so, wie ich will. Positiv. Prozent, 7 bis 9. Okay. Okay. Nochmal 2 geschreddert. Peter... sieht hier den Muton vor sich. Ich wollte gerade sagen, ich könnte auch Nahkampf... Nee, kann ich nicht. Oh, und er lebt auch noch. Scheiße, dein Precision Shot braucht 2. Das ist ungünstig. Andererseits, wir können mit Voodoo genau das Combat Protocol machen, das reicht auch. Puh. Dann haben wir noch Geomoto, die schießen wird, bevor sie weg ist, und der Muton, mal gucken. Mal gucken, ob Max den mit der Pistole trifft. Noch ordentlich Sachen kaputt gemacht. Ach, wir haben ja Handsome auch noch am Start. Nice. Habt ihr das gesehen? Hab ich gesehen. Du schießt auf Max. Daneben. Werde beschossen. Ich muss eine neue Deckung suchen. Ich schau mal einmal ganz kurz rum. Alle werden nachladen. Momentan sind keine aktiv. 16 Leute schon getötet. Es gibt noch Alien-Aktivität.
Okay, aber das heißt dann auch wiederum, wir sind fertig, was Aliens angeht. Du bleibst mal da oben. Sie sind bei der Zielposition. Moving on target. Müssen nicht alle sprinten. ¿Está despejado? Savage! Savage! Musste immer an Cool Savage denken. Bestätigt, Überwachung läuft. Feuerschutz. Es gibt noch Alien-Aktivität. Manus 1-5, uns bleibt nur wenig Zeit, bevor Advent reagiert. Wir müssen diese Ladungen so schnell wie möglich platzieren. So, einmal platziert. Okay, es heißt, wir haben alle feindlichen Ziele neutralisiert. Auch wenn hier immer noch Alien-Aktivität ist, aber gut. Manus 1-5, Status bestätigt. X-4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Alright, dann evakuieren wir mal. Moving to position. Ja, mi ocupo. C'est tout bon. Schon unterwegs. Der Max kommt auch mit. Gute los. Chunk, chunk. Auch. Passt. So, dann alle raus. Ich warte zwar, bis alle drinstehen. Nice. Wir haben zwar von dem einen Newton aufs Maul gekriegt. Aber halb so wild. Hier nochmal das Zeichen. Okay, geht klar. 15 von 16 Feinden getötet, ja, weil einer abgehauen ist. Chonka, 2 Kills, 42 Damage. Voodoo, 2 Kills, 16 Damage. Also ich glaube, Kita ist MVP. Ja, 5 Kills, 67 Damage. XI32, 1 mit 23. Handsome, 4 Kills mit 50 Damage, auch stark. Und Max, 1 Kill, aber 47 Damage. Geil. Haben sie sich alles verdient? Haben sie sich alles verdient? Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten... 2 Missionen in Folge hingekriegt. Wupp, die Wupp. Hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, den die Ältesten uns bereitet haben. Aber kein Grund zum Party machen. Wir gucken uns gleich mal an, wo wir als nächstes hin müssen. Ich will ja immer noch eine Einrichtung angreifen, wo der nächste Ruler drin ist. Aber das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir den ausfindig machen. Uns fehlt ja auch noch der Kill von der Berserker Queen. Die hat, glaube ich, mit einem Life überlebt, weil wir mit einem Overwatch daneben geschossen haben. Der eigentlich treffen hätte müssen. So. Handsome. Du bekommst. Ja, komm. Kriegst du das Ding? Chonka, Regenmacher, ja. Zwei extra Schaden nehme ich. Oh. Rocker und Jacques? Klar. Wie kommt ihr? Das ist aber nicht Jacques. Oh, was für eine tolle Pose. Komischer Schock. Okay, 4 Tage bis zum Relais, 9 Tage bis zum Labor, 12 Tage bis das hier freigeschaufelt ist. 13 Soldaten ready. So, wie schaut es jetzt hier aus? Sollen wir die Vorratslieferung abgreifen?
bin mir nicht sicher. Einrichtungshinweis, Widerstandskontakte. Okay, wir scannen weiter für die Widerstandskontakte. Die sind einfach permanent und kostenlos. Unsere Truppen sind in einen Hinterhalt geraten. Scheiße. Aber alle sind mit dem Leben davon gekommen. Okay, machen wir noch mit. Sie könnten sich einfach so vorbeischleichen. Machen wir noch mit. Wir haben die, glaube ich, stark ausgerüstet. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage, kämpfen oder laufen? Beides ist die falsche Lösung, auf jeden Fall. Scheiße, ich hasse solche Hinterhalte. Aber ich glaube, das war so eine verdeckte Aktion, wo wir zu dritt gelaufen sind. Ich hoffe es zumindest. Und ich habe auch schweres Geschütz aufgefahren, soweit ich mich erinnere. Wir sind zwar schon bei 35, 36 Minuten, aber ich hoffe, dass das nicht allzu lang dauert. Okay, drei Leute, passt. 17 Kilometer bis zum Evakuieren. Sie haben keine Zeit mehr. Verlassen Sie die Deckung und begeben Sie sich so schnell wie möglich zum Evakuierungspunkt. Ja, Mama. Oh, das braucht so lange. Okay. Wir sind nicht concealed. Schon unterwegs. It is clear. Und ja. Gebe Feuerschutz. Ich mach das langsam. Ach Gott, das sind zu viele. Sie haben Verstärkung gerufen. Wave 1, Ihr Team ist aufgeflogen. Wir registrieren Advent-Truppen, die sich Ihrer Position nähern. Ich erwarte Sie. Feuerschutz. Komm. Zwei Dudes. Ich denke mal Purifier und ein anderer? Nein. Ein General und ein Soldat. Komm, mit drei Overwatches dürfte doch zumindest der General draußen sein. Edwin ist hier. Sie verlagern ihren Angriff. Ah, der Soldat hat Deckung von Anfang an. Er hatte keine, passt. Brennt auf jeden Fall. Wir müssen gleich mal beim Offizier gucken, wie viel Damage der vom Feuer kriegt. Auf jeden Fall nicht garantiert zwei. So viel steht fest. So viel steht auf jeden Fall fest. Okay. Erstmal pieksen. Haben wir was Neues getriggert? Nein. Ja, ich bin happy. Ein gewagtes Vorgehen. Ja. Geht so. Wir haben auf jeden Fall Rauchbomben. Bin dabei. Die sollten wir nicht außer Acht lassen. Hey, ich stelle mich ein bisschen breit hier auf. Mal, du reloadest jetzt erstmal. Oh yeah. Du auch. Reinitialisiere Waffe. Biete Feuerschutz. Ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Aber ich lasse das trotzdem in der Folge mit drin. I hope it's worth it. Ja, sieht immer noch nichts Neues. Auch nicht, passt. Das kann ich machen. So. Na los, zeigt euch! There's something out there. Alright, alright, alright.
Sag mir nicht, dass das ein Archon war, den ich gerade gehört habe. Ja, wir sehen immer noch nichts. Natürlich. Ist mir aber auch recht. Das ist halt immer klasse, wenn die jetzt wirklich in uns laufen würden, dann hätten wir schon mal die Oberhand. Und es passiert nicht. Doch? Ja, nice. Problem. Wir schießen. Alles daneben. Ungünstig. Auch ungünstig, dass das ein Andromedon ist. Fuck. Auch noch der 6. Oh. Was ein Scheiß. Was ein Kack. Das beendet meine Runde. Das auch. Okay, komm. Na, warte mal, das würde zwar 4 Rüstungen rausnehmen, aber dann hat er immer noch Deckung. So, Baum ist weg. Du siehst ihn von hier nicht. Was? Klingt machbar. Wow, ne? Okay, alle im Rauch. Das ist schon mal was. Du könntest noch... Ich glaube, den kriegen wir platt, wenn das jetzt so funktioniert. Das ist kostenlos. Und dann nochmal draufschießen und dann war's das. Komm. Yes! Das war wichtig. Den Rauch bereue ich trotzdem nicht. Den Rauch bereue ich trotzdem nicht. Wir haben noch 2 Rauchgranaten. Okay, Leute. Nachladen, im Rauch stehen bleiben. Wir müssen nichts überstürzen. Die Leute vorm Rechner am Handy haben Zeit. Ich habe nicht Zeit. Schon 1:15 jetzt hier. In der Nacht. So. Deckungsmäßig schaut es echt mau aus. Schon unterwegs. Mir entgeht nichts. Something moved over there. Ich liebe seine Stimme. I hope it's worth it. Siehst du was? Nope. Auch nicht. Okay, passt. Ich stelle mich jetzt schon mal hier hin. Einfach damit ich nachher ein bisschen weiter nach vorne kann mit ihr. Falls wir es brauchen sollten. So, ich werde mich jetzt auch mit Fenn zuerst bewegen. Notfalls kann ich mit ihr zweimal hintereinander schießen, wenn sie sich nicht bewegt. Das ist schon ein großer Vorteil. Wir sehen noch nichts. Natürlich. Ich weiß, das ist alles klein-klein. Aber das muss halt auch sein. It is clear. It is clear. Halfcover? Na egal.
kein Problem, Boss. Hauptsache die Pharmaente bleibt hinten für noch mehr Rauchgranaten und solche Spielereien. Was habe ich hier noch mitgegeben? Eine Blendgranate? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, Fenn kommt hier hin. Squeak dahin. Oh, der nächste Andromedon. Ohne Witz. Schießen wir ihm jetzt diesmal wenigstens viermal ins... Viermal nicht, aber dreimal ins Gesicht. Das würde schon mal deutlich helfen, weil jetzt haben wir diese Peitsche nicht mehr. Ja, fast. Immerhin schon mal 6 Schaden. Sie sieht ihn von hier nicht. Ja, ohne Witz. Von hier siehst du ihn aber. Lass mich das nicht bereuen. Das hält sie nicht auf. Okay. Wie viel Schaden machst du? 5 bis 8. Ja, das könnte reichen, muss aber nicht. Ja, halt, die Gasbombe sollte ich da vielleicht nicht hinwerfen. Oder bist du immun dagegen? Bist du immun gegen Gas? Nope. Das sieht nicht so aus. Der wäre so wichtig gewesen. Der wäre so wichtig gewesen. Scheiße. Nimm einen Teil meiner Kraft. Fuck. So wichtig wäre der gewesen. Mann. Na, was sagt ihr dazu? Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ich wollte ihn eigentlich am Leben lassen. Nein, eigentlich ist es wurscht. Ich mir nochmal meine Waffe ansehen. Irgendwas konnte das denn, da konnte das doch noch. Komm, lass einfach mal drauf pieksen. Es macht gar nichts. Kein Verwirren, kein. Oh, Scheiße. Lass mich ausweichen. Okay, erstmal bestrafen und daneben da. Oh, super. 88%. Scheiße. Hättest du nicht auf Fenn hauen können? Das hätten wir nämlich weggekontert. Kacke. Oh, dann piekst dich halt zweimal in dich. Und das gibt auch nochmal Relentless, okay. I'm on it. I'm on it. Natürlich. Passt perfekt. An das hebe ich mir jetzt noch auf. Du kommst in Ordnung. Zum Glück haben wir Medikits mitgenommen.
unter meinem Schutz. Sie hat jetzt ein Life verloren, ne? What's over there? Puh, noch ist nichts da drüben. Das kann ich machen. Bin dabei. Denn ich werde nicht zurückweichen. Hey, guck mal, da ist Peter. Was ist das denn gewesen? Warum? Alright, I'll go. Okay, irgendwas sehen wir. Ein Andromedon da hinten. Ich glaube, den müssen wir auf uns schießen lassen. Du wirst... Rauchbombe hier hinwerfen. Deckung! Aber auch nicht sonderlich viel mehr machen. Wir könnten jetzt schon mal hier drauf schießen, aber das bringt auch nichts. Ich sehe im Rauch. Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht geblockt wurde. 19%, nice. Taking fire over here. Okay, da haben wir full, halb, halb. I'm going. Scheiße, wir sehen den da nicht. Ah, doch, wir kriegen ihn doch. Okay, keine Rüstung mehr. Aber Deckung. Wir können das nicht mehr durchlaufen. Super. Na, das bringt uns gar nichts. Okay, hier sehen wir ihn. Prozent. Das ist nix. Kein Problem, Boss. Wird nichts. Fuck, er muss sich bewegen, aber ich kann mich jetzt auch nicht einfach hier mit Overwatch hinstellen. Wobei, kann ich schon. Biete Feuerschutz. Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Von allem, was ich weiß, kenne ich mich hiermit am besten aus. Schön, dass du dich damit auskennst. Ich nicht. Oh nein, nicht noch einer. Oh! Das ist viel zu viel Rüstung. Sechs Schaden, nice. Oh ja, Nahkampfangriff. Hau zu! Und sie hat wieder nichts gemacht. Ich verstehe das nicht. Ich raff's nicht, was der Skill macht. Ich habe kaum noch Munition. Ach, das war gar nicht unsere normale Runde. Ah, okay. Okay. Dann habe ich dann jetzt gerade doch verstanden, was das macht. Der Schildträger ist erstmal nicht so wichtig. Ich habe keine Finger, die euch Angst vor Feuer? Holt mich hier raus, wir haben unseren bitte. Soldaten
viel zugemutet. Das zu verarbeiten wird etwas Zeit brauchen. Wieso kann ich das nicht machen? Wieso konnte ich denn mein Knife Fighter Ding nicht machen? Mann. One down, thousands to go. Nur 24. Immer noch in Panik. Oh, komm schon. Mann, ich brauch dich jetzt. Es ist immer noch in Panik. Ich... Fuck. Nur kurz live angeguckt. Oh, es ist noch so weit. Wir könnten jetzt versuchen zu laufen, ja, aber ich kann Kade nicht zurücklassen. Ich habe aber auch nichts mehr, um Rüstung rauszunehmen. Cover hat. Ja, immerhin ein bisschen. Du siehst den da unten nicht? Das ist doch absoluter Abfuck. Absoluter Abfuck. What's over there? Oh, umgekrittet. Oh, wie gut. Okay, so I got one. Oh. Kade. Reiß dich zusammen. Fuck you. 24% Wahrscheinlichkeit. Fucking 24%, ja. Muss Fenn, glaube ich, hier als Nahkampfziel anbieten. Dann lasse ich ihn auch raus aus der Chose hier. Warte mal, du hast noch... 6 Life, okay. Immer mit der Ruhe, das wird schon. Pu.
Ja, gekrittet. Nice. Squeak gehört auch geheilt. Boah. Nicht bewegen, das wird schon wieder. Okay, Medikits aufgebraucht. Alter, die Andromedons auf der Mission. Das geht gar nicht. Gar nicht geht das klar. So, bitte mach den Nahkampfangriff hier drauf. Ja. Oh, Gott sei Dank. Squeak. Kannst du den vielleicht töten? Instant? Nein. Na, immer noch nicht. Schade. Mir ist die Munition ausgegangen. Nachgeladen. Alter. Wir können es uns nicht erlauben, nochmal in so einen Dude reinzulaufen. Na los, komm, zeig's euch. Let's do this. Lade Munition nach. Tempo! I hope it's worth it. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht switchen, aber schreit und spaziert einfach. Schreit schon wieder. Ja, dann wow, welcher Zivilist kann denn hier so ein Regenrinne hier hochklettern? Alright, I'll go. Och, das ist noch wow! Das ist einfach krank, wie weit das weg ist. Schon unterwegs. Das ist einfach krank, wie weit das weg ist. Ohne Witz. Mir entgeht nicht. Ja, das mache ich noch schnell in die Folge rein. Ja. Dauert länger als der andere Einsatz. It is clear. Eine große Distanz. Schon dabei. On Overwatch. Oh nee. Nee. Nicht schon wieder so einer. Get it together. Scheiße, ey. Ja, verstecke ich hier den Kackauto. Okay, gleiches Spiel wie vorhin. Ich lasse die zwei hier im Fullcover, damit Fenn das attraktivste Ziel ist. Wow, haben wir scheiß Chancen. Zählt die Gasbombe als... Nein, zählt sie natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Noch ist der ja... organisches Ziel. Weißt du was? Nutze meine Kraft. Bevor ich das mit 31% drauf schieße, piekse ich da nochmal. Oder sollen wir... sollen wir vielleicht schießen? Ich schieße lieber. Arm ist still holding. Guck mal, ist der nicht hier Herz allerliebst zum Nahkampfangriff machen?
Vollidiot. Zum Glück explodieren die nicht. So, ihr zwei könnt jetzt auch wieder näher herkommen. Bin dabei. Wer ist denn hier schon wieder? Wen oder was? Ach, nur ein Zivilisten oder... Okay. Verstanden. Nee, nicht nur ein Zivilisten. Oh, ein Codex. Das geht klar. Ich werde jetzt mal nicht drauf schießen. Ich habe keine Lust, dass er sich jetzt schon teilt. Ach, stimmt ja, das Ding teleportiert sich. Okay. Alle Waffen deaktiviert. Immerhin keinen Schaden gekriegt. Taktische Bewegung. So, kannst du von hier raus? Ja. Kannst du hier raus? Nein. Oh, come on. Wirkt das bei dem überhaupt? Das ist desorientiert. Ziel verfehlt. Hm. Das wollte ich eigentlich aufheben für... zum Ziel zu laufen. Aber dann benutze ich das jetzt eben zum Nachladen. Und schießen. Nicht gekrittet. Obwohl wir eine 95% Chance haben zu kritten. Aber es teilt sich nicht. What the hell? Das wird das Ziel nicht aufhalten. Es soll mich recht sein. Es soll mir recht sein. Ach, weil es weil es desorientiert ist, konnte es sich nicht teilen. Das ist interessant. Das ist ja interessant. Das war genau mein Plan mit dem Stunting. So. Sie kann immer noch nicht. Los geht's. Solid copy. Bewege mich weit. Oh. Okay. Versklavte Advent-Einheiten nähern sich. Es ist nur der Schildträger, oder? Es ist nur der Schildträger. Okay, von der Eiser flankiert, von der anderen Stelle nicht. Ha! Gleich umgekrittet. Gleich umgekrittet. Nice. Das heißt, wir verziehen uns. Kannst du es nochmal laufen? Ja. Natürlich. Oh! Ab nach Hause. Gott. Ich hasse Hinterhaltsmissionen.
Alle Mitglieder von Wraith 1 wurden evakuiert. 15 gekillte Viecher. Die Farmer hätte 2 Kills, 35 Damage. Und ordentlich geheilt. Meistgehasste Einheit, ich glaube, das steht bei jedem Andromedon. Fen, 10 Kills und 148 Damage. Andromedon-Anzug, okay. Und Squeak, 361, auch der Andromedon-Anzug. Oida. Oida. Fuck. Und ich wollte halbwegs früh ins Bett. Alter, was eine Folge. Also wer vor der Mission abgeschalten hat, nachdem wir die Hauptmission schon erledigt haben, der hat was verpasst. Der hat was verpasst. Oh. Hinterhalt. Geht gar nicht. Also es muss aber auch eine Mission gewesen sein, die wichtig war, ansonsten hätte ich die nicht genommen mit einem Risiko auf Hinterhalt. Unser Soldat vom Widerstand wird langsam zu einem unserer loyalsten Veteranen. Und Fan! Mit Leib und Seele. Ja. Mehr Melee-Gedöns. Aber mein Killer-Instinkt, Mann, nimmst du auch. So, bitteschön. Boah. Was haben wir da dafür gekriegt? Unsere Aktionen waren erfolgreich. Und die Ältesten spüren Angst. Erhalte zusätzliche Widerstandsbefehle und verdeckte Aktionen. Ja? Gemeinsam haben wir noch mehr über die Auserwählten herausgefunden, die hinter ihnen her sind, Commander. Mein Volk respektiert ihr Kommando. Zusätzlicher Platz für Fraktionsbefehle freigeschaltet. Okay. Ach, immerhin das, ey. Neue Infil... Achso, das ist hier drin. Sollten wir machen. Müssen wir. Wie lange dauert das hier noch? Noch 6 Tage, okay. Wen hätten wir denn noch verfügbar? Sagen wir es mal so. Assort, Bla, Schnitter, Templar. Okay, wir infiltrieren. Ich nehme auch wirklich alle mit. Field Medic haben wir auch jemanden. Nice. Na, ich nehme den Templar mit, statt einen Schnitter. Und einen Zapper hätte ich eigentlich gerne noch. Dann nehmen wir einen Combat Engineer mit. Lass ich dich so? Ja, ich lass dich so. So, das ist es. Wie sonst auch. Halb so wild. Das Übliche, ne? Was bist du eigentlich? Field Medic, oder? Ja. Dann kriegst du den Exo-Anzug. Ja, ist okay. Ist okay. Puh, der Arc-Blast hat uns vorher auch ein bisschen gerettet, ne? So dezent. Die Arashi. Also die Infiltration Mission ist wichtig. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal.
wir ja mal ohne Infiltration. Ach, was labert da schon wieder, ne? Ohne Assault Infantry losgehen demnächst in die normale Mission. Wenn ich pariere. Na, ist ja nicht geil. Ich nehme die defensive Mine mit. Bin ich ausgerüstet? Ich bin ausgerüstet. Auf geht's. Infiltriert mal. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Commander, bei der letzten verdeckten Aktion gab es einige Verletzte, aber nach ein paar Tagen Ruhe werden alle müde und verwundet. Okay. Die nächste Mission in der Chain. Rescue Scientist. Noch eine Infiltration Mission. Oh, Dr. Feng Mang. Wir haben 3 Tage Zeit. Dafür noch 18 Stunden, was ist das? Avatar-Projekt. Oh ja, den müssen wir auch verhindern. Oh, jeez. 18 Stunden, ja. Hat das gerade mich schon wieder hier angehalten? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Okay. Gucken wir uns nächste Folge an. Die Folge ist eh schon lang genug. Ich muss speichern. Ich muss ins Bett. Leute, hat's Spaß gemacht? Ja. Aber bitte keine Hinterhaltmission mehr. Macht's gut. Bis dann und ciao.